Gerade Angriffe sind sehr gefährlich. Sie sind schnell und wenn es gelernt ist, kommen sie auch mit viel Kraft. Aber es gibt nur einen sehr kleinen Bereich, in dem sie treffen. Das heißt, wenn man aus diesem Bereich rausgeht, ist man meistens sicher. Hier ist Martin von Critical Response. Wir wollen heute zusätzlich zu den seitlichen Schlägen über gerade Angriffe sprechen. Das heißt, alles, was frontal auf mich zukommt. Meistens sind das Angriffe, die gelernt wurden, weil es nicht sehr instinktiv ist, auf diese Art und Weise zu schlagen. Aber sie sind sehr schwierig kommen zu sehen und das ist mit der gefährlichste Punkt. Weil bei einem seitlichen Angriff sieht man eine große Fläche in einer weiten Ausholbewegung auf sich zukommen. Selbst wenn derjenige einen guten Haken schlagen kann und die Ausholbewegung gering ist, nimmt mein Hirn trotzdem mehr Informationen wahr, dass etwas passiert. Ein gerader Angriff hingegen ist eine sehr kleine, sehr schnelle Bewegung mit einer geringen Fläche, die ich auf mich zukommen sehe. Das heißt, die Bewegung ist kürzer, direkter, es gibt keine direktere Verbindung zwischen zwei Punkten als eine gerade und meistens auch sehr schnell. Die Kraft, die kommt, ist nicht unbedingt so groß wie bei einer seitlichen Bewegung, aber sie kommt schneller und es macht es schwieriger zu blocken. Das Wichtigste ist, ich habe eine sehr kleine Fläche, die mich trifft. Das heißt, wenn ich aus diesem Bereich raus bin, nur ein bisschen zur Seite gegangen, dann bin ich schon geschützt vor dem Schlag. Das Schwierige ist, den Schlag kommen zu sehen, um rechtzeitig zu handeln. Ich merke, es ist ein Problem. Er ist aggressiv, er kommt auf mich zu. Das heißt, ich bereite mich vor. Alle Angriffe, die unvorbereitet kommen, sind sehr viel gefährlicher. Und da macht es fast keinen Unterschied, aus welcher Richtung der Angriff passiert. Das heißt, ich stehe stabil, ich habe meine Deckung gehoben, ich versuche zu deeskalieren, ich versuche auch, einen seitlichen Angriff zu provozieren, wenn es physisch wird, aber das klappt schlichtweg nicht immer. Kommt ein gerader Angriff, muss ich aus dem Bereich rausgehen. Wenn er mich hier trifft, muss ich nur ein kleines bisschen zur Seite und schon bin ich sicher vor dem Angriff. Natürlich reicht es nicht aus, sich nur zu bewegen, weil wir sind ja nicht eingefroren, er wird einen zweiten Angriff setzen. Das heißt, wenn ich hier bin und nichts mache, kommt direkt der zweite Schlag hinterher. Trotzdem brauche ich nur eine kleine Bewegung, um vor diesem einen Angriff geschützt zu sein. Ich mache das Ganze dreiteilig. Das Problem ist ja, der Angriff ist so schnell und die Abwehr ist relativ simpel. Aber dadurch, dass es so schnell ist, kann ich mich nicht darauf verlassen, meine eine Bewegung hundertprozentig in der Zeit umzusetzen. Habe ich aber drei Bewegungen und ich schaffe von jeder das Drittel, bin ich trotzdem geschützt. Das Erste, was ich mache, ist der Arm. Und das ist am wichtigsten. Ich will meinen Arm reinbringen. Ich habe hier wieder eine Struktur über 90 Grad, sehr stabil. Wenn ich hier gerade, ist es sehr unnatürlich und ich kriege von hier auch nicht besonders viel Druck in den Arm rein, vielleicht schiebt er mich weg. Habe ich aber über 90 Grad und er will meinen Arm bewegen, kann ich wieder einigermaßen gegenhalten. Nichts hält für immer, aber es gibt mir Zeit. Wichtig, auch wenn ich den ersten Aufsatzpunkt an seinem Handgelenk habe, will ich nicht hier bleiben. Es bietet ihm viele Optionen nachzusetzen und das will ich nicht riskieren. Man nennt das Ganze einen Slide-Block. Das heißt, ich rutsche mit meinem Arm an seinem Arm hoch. Und ich lande relativ weit oben. Ich persönlich ziele immer mit meinen Fingerspitzen zu seinen Augen. Das Wichtige ist nicht zu treffen, das Wichtige ist Druck in die Richtung zu halten. Baue ich den Druck nämlich seitlich auf, jetzt gucke ich weg von ihm, ich sehe überhaupt nicht, was passieren wird. Er kann machen, was er möchte. Baue ich aber den Druck nach vorne auf und jetzt versucht er eine zweite Technik zu setzen, habe ich direkt Optionen, was zu machen. Ich muss den Winkel halten, strecke ich den Arm komplett aus, habe ich keine Fläche, mit der ich ihn abblocke. Das heißt, er kann sehr leicht unter mir durchrutschen und ich kann wieder getroffen werden. 90 Grad Winkel und locker hier längs rutschen. Nicht den Arm wahnsinnig weit wegschubsen und auch nicht mit viel Kraft. Mach mal ganz langsam den Schlag, der Schlag kommt. Und wenn er jetzt drückt, rutscht der Arm fast von alleine in die Position, wo ich ihn haben möchte. Das allein reicht aber, wie gesagt, nicht. Das zweite, was wir mit dazu nehmen, ist eine Ausweichbewegung im Oberkörper. Mach den Schlag. Wenn ich mit dem Oberkörper zur Seite gehe, habe ich sehr gute Optionen, aus dem Angriffsfeld rauszugehen. Aber wieder, die Bewegung ist schnell, Reaktion ist schwierig. Ich ergänze beides. Arm- und Oberkörperbewegung. Jetzt stehe ich aber relativ instabil in meinem eigenen Oberkörper. Ich mache mich hier gerade krumm. Das heißt, wir ergänzen das Ganze als drittes mit einem Schritt. Ich will in die Seite gehen, ich will mich aus dem Schlag rauslehnen und ich will meinen eigenen Arm als Schutzschild benutzen, dass der Schlag von mir abgeleitet wird. Wenn ich alles drei kombiniere, habe ich eine gute Chance, auch diesen schnellen Angriff abzuwehren. Ich lande in der Seite. Wichtig, den Arm über seinem Ellenbogen zu haben.
Bin ich hier unter, hat er wieder Möglichkeiten nachzusetzen. Und die will ich ihm auf keinen Fall geben. Wenn ich hier lande, stehe ich stabil und ich habe gute Möglichkeiten, in seinen Körperdruck aufzubauen. Entweder kann ich das nutzen, um ihn in eine Wand zu schieben, um ihn wegzuschubsen oder für Vollgang. Eine Bewegung zu trainieren und das Ganze unter Vollgas umzusetzen, sind zwei verschiedene Dinge. Das heißt, ich zeige euch jetzt nochmal, wie die Schlagabwehr bei geraden Angriffen aussieht, wenn der Partner nicht nur kooperiert und das Ganze versucht, mit Druck umzusetzen. Ey, was guckst du so dumm, hä? Wie, was? Wieder bestimmt die Situation, ob ich versuche, direkt in die Flucht zu gehen oder ob ich aggressive Folgeangriffe setzen muss. Das ist unabhängig von der Abwehr gegen den einzelnen Angriff. Das Wichtigste bei den direkten, geraden Schlägen ist, ich muss so schnell wie möglich aus dem Schlagfeld rausgehen. Versucht nicht, passiv zu reagieren und nur zu blocken, sondern sieht das Ganze als eine Offensivmöglichkeit. Ich bewege mich nach vorne, ich positioniere mich in die Seite, ich mache Gegenangriffe. Dadurch bin ich derjenige, der agiert, und ich muss nicht reagieren auf einen schnellen Angriff, den ich vielleicht nicht blocken kann. Bisschen allgemein oder für den Rand, falls der Angriff durchkommt, was schlichtweg mal passieren kann, ist das Wichtigste, weiterzumachen. Ganz grundlegend, im Gegensatz zu seitlichen Schlägen, bei denen ich reingehe, will ich bei geraden Angriffen rausgehen. Die Überlegungen sind sehr ähnlich. Ich kontrolliere den Arm, ich kontrolliere den Kopf, ich überlege mir, welche Folgeangriffe ich brauche. Aber die Grundbewegung, die ist verschieden. Trainiert viel und bleibt sicher.